So, willkommen zurück zu Steel Rising. Wir machen jetzt die Nebenmission, den Comté zur Rede stellen. Ich werde wieder die Gegner relativ umgehen, was man einfach nur auf den Sack geht. Damit wir hier mal ein bisschen vorankommen in dem Spiel, ja. Kann er nicht jedes Mal 30 Leute weghauen und komm einfach nur aus der Hüfte hier. Gibt's da noch einen Eingang? Los. Warte mal, es gibt hier. Gibt's hier einen Eingang? Aber es gibt nochmal Essenz hier. Okay. Sorry, Bro, ich habe gerade keine Lust auf dich. Hier kann man durch, okay. Sehr schön. Boah, das ist also ein Irrgarten hier, ey. Da machst du dir kein Bild. Was war denn das? Rudi, keine Zeit. Nehmen wir noch mit. So. Den nehmen wir auch kurz mit, falls ich zwischendurch mal sterben sollte. Keine Zeit, keine Zeit. Hast du gedacht, hä? Hm. Ist ja schon fast Parkour hier. Man muss nur den Comté befragen, man musste da 30 Leute weghauen, Alter. Irgendwann bockt das halt einfach nicht mehr. Den nehmen wir auch kurz mit. Den Speicherpunkt. Gibt es noch was zum Sammeln hier? Ne, wir waren ja eigentlich ganz gründlich. So. Hier drin soll es sein, oder? Ja. Ah, wir konnten vorher gar nicht rein, okay. Ey, du Schwanz. Was geht? I have just come from the Tuileries. The Armoire de Fer has been ransacked. Diable. Someone beat us to it. This is very unfortunate. God only knows what we would have found there. Whoever it was had to fight for it. I found a body there, killed by automats. Mon Dieu. How dreadful. Dreadful indeed. Especially since I discovered this in the victim's hand. And what is that, pray tell? A dueling pistol. With your name engraved on its plate. Oh, I... May we? You're right. It is my pistol. It was stolen along with a number of other things. It happened just before the Estates General at my lodgings in Versailles. But how on earth did my weapon end up in the hands of this poor soul? I am certain we will find an explanation. You appear to have burnt these papers in a hurry. I'm eager to hear your explanation. It's nothing at all, I assure you. Frivolous letters that were cluttering my desk. You're lying. You will tell me the truth, willingly or by force. Just how do you intend to force me? Do you think I fear you? I, who had the courage to defy 8 centuries of monarchy at the Estates General? Do as you please, but you won't get anything more from me. So, nu? Wurde jetzt was aktualisiert? Wir haben es anscheinend abgeschlossen. Okay, können wir den jetzt nochmal befragen? Whether willingly or by force. You're wasting your time.
Na gut, dann hätten wir das abgeschlossen. War jetzt eigentlich nichts Wildes, nur hier hinrennen und den Typ befragen. Ja, das Video wird euch jetzt nicht wirklich weitergeholfen haben, aber vielleicht lasst ihr auch mal ein Like da oder mal ein Abo, also haut rein.